Ja, hallo meine Lieben. Gesund bleiben oder gesund werden in Zeiten wie diesen. Schön, dass du wieder mal mit dabei bist hier bei diesem neuen Video. Ich weiß, jetzt hat es wochenlang eigentlich kein neues Video mehr gegeben. Es ist sehr turbulent, auch bei mir zurzeit. Aber jetzt geht es wieder voran. Und ja, schauen wir einfach, wie wir gesund bleiben können und vor allem auch gesund werden in Zeiten eben wie diesen. Aber jetzt einfach auch, bevor es gleich wieder vergeht, vergesse noch eins vorweg, da ja auf YouTube immer wieder Videos gelöscht werden, so auch von mir immer wieder mal das eine oder andere Video plötzlich weg ist, weil es offensichtlich nicht mehr auf YouTube gut passt, habe ich mir gesagt, okay, gut, dann mache ich es wie viele andere auch. Ich eröffne eben einen Kanal und zwar bei Telegram, den Kanal GeoSixt, einfach GeoSixt auf Telegram und da lade ich halt dann auch Videos hoch, die halt, ja, auf YouTube eben nicht mehr sind. Ihr werdet dort auf Telegram auch das eine oder andere kritischere Video finden. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mir auf Telegram folgt. Wie gesagt, Telegram GeoSixt und den Kanal abonniert, weil ihr wisst eh, gemeinsam sind wir einfach stärker. Das ist klar. Ja, offensichtlich ist für die Gesundheit zurzeit nur noch einiges wichtig und das ist das Wort mit dem Anfangsbuchstaben C und die sogenannte ersehnte Impfung. Genauso wenig wie ein Zitronenfalter eben auch Zitronen faltet, wird uns unsere Regierung nicht darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich am wichtigsten ist, das Immunsystem zu stärken. Denn ihr wisst es, ein gut funktionierendes Immunsystem ist einfach mal das beste Mittel, um auch mit Viren, mit vor allem auch einem neuen Virus gut umzugehen. Das ist ja das Um und Auf. Das Immunsystem muss ja sich auf diesen Virus einstellen, um ihn auch dann bekämpfen zu können. Ja, und deshalb machen wir auch das jetzt. Wir machen genau das, was wir eh schon seit Jahren machen. Wir kümmern uns einfach selbstbestimmt und selbstermächtigt um dein Gesundheitswohl. Ja. Unser Immunsystem ist vor allem dann fit, wenn wir dafür sorgen, dass wir die nötigen Antioxidantien haben, welche eben auch mit den Giftstoffen, den Viren, den Bakterien, sowie natürlich auch den Umständen, die jetzt ja auch sind, wie jetzt gerade mit Corona, was wiederum ja auch für viel, viel oxidativen Stress, für nitrosativen Stress sorgt, der ja besonders gefährlich ist, der ja viele freie Radikale freisetzt, damit eben unser Organismus damit gut umgehen kann, brauchen wir ein gut funktionierendes Immunsystem. Was wir genau tun können, was wir einnehmen können, warum wir gewisse Dinge zu uns nehmen können, das erfährst du wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Mittlerweile ist mir ein bisschen heiß geworden. Es ist mir ein bisschen heiß geworden. Aber eins vorweg, es gibt sicherlich eine Menge an Möglichkeiten, das Immunsystem richtig fit zu machen. Ich stelle euch auch das vor, was ich mache und was aus meiner Sicht für mich sehr, sehr erfolgreich ist. Immerhin habe ich jetzt seit Beginn der Pandemie recht erfolgreich verstanden, alle Viren, vor allem auch voran den Coronavirus, sehr gut in Schach zu halten. Sogenannte coronatypische Symptome wie Husten oder Halsreizung, schlechter Geschmackssinn, Kopfschmerzen, Durchfall sind mir bisher ferngeblieben. Aber natürlich, was nicht zu unterschätzen ist, dass ja das Virus ganz, ganz gemein ist und in vielen Fällen gar keine merklichen Symptome auslöst. Das ist besonders gefährlich. Ist natürlich ein Schmarrn, ja. Habe den Virus bisher einfach gut überlebt, weil ich seit Jahren mein Immunsystem nicht nur mit immunstärkender Nahrung und auch mit viel Bewegung, sondern eben auch mit dem ein oder anderen Nahrungsergänzungsmittelchen einfach auch pflege. Jetzt gleich nochmal vorweg, auch wenn ich mir den objektiven Blick auf Corona bewahre und die Regierungsmaßnahmen für nicht ganz so angemessen halte, leugne ich den Coronavirus nicht. Auch ohne Medizinstudium ist mir einfach auch klar, dass Corona von unserem Immunsystem genauso in Schach gehalten wird, wenn man dem Immunsystem auch die Chance dazu gibt. Ein Immunsystem muss sich ja messen können mit gewissen Erregern. Wenn da nichts ist, mit dem man sich messen kann, dann legt sich das Immunsystem auf die faule Haut und trainiert nicht mehr und wird dann natürlich schwächer. Das ist wie mit Sport oder jeden anderen Dingen auch. Wenn ich die nicht trainiere, dann bildet sich das Ganze zurück.
So ist es einfach auch mal. Also, was nehme ich, um mein Immunsystem auf einem sehr guten Niveau zu halten, ist das Thema. Und da fangen wir gleich mit dem Mittel an, das mich nun wirklich seit Jahren begleitet und ich auch wirklich täglich zu mir nehme. Ohne dem könnte ich ja gar nicht mehr. Es ist so ein fixer Begleiter geworden. Das ist, wie die meisten sich vorstellen können, das ist OPC. OPC every day, das reimt sich sogar. Ja, OPC bildet ja einfach auch die Grundlage eben auch als eines der super Antioxidantien. Ja. Es eliminiert die freien Radikale und sorgt einfach auch dafür, dass unser Blut geschmeidiger wird und die Blutgefäße eben auch geschmeidig werden oder eben auch bleiben. Ja. Das Blut einfach wesentlich leichter durch die Blutgefäße eben zirkuliert. Wichtig ist einfach, Nährstoffe erreichen dadurch jede Zelle unseres Körpers und Schlacken und Giftstoffe können und werden dann einfach auch besser ausgeschieden, wenn die Blutgefäße geschmeidig sind. Ja? Weiter finde ich ein weiteres Mittel als unglaublich wichtig, und zwar Glutation. Glutation sowieso als eines der besten, wenn nicht überhaupt der beste Radikalfänger, und Glutation liegt in unserem Körper zu 2/3 circa als Antioxidantsreserve sowieso schon bereit. Ja? Und das haben wir schon in uns. Es schützt unsere Zellen massiv und es regeneriert, und das ist so unglaublich wertvoll. Es regeneriert verbrauchtes, also oxidiertes Vitamin C, auch das Vitamin E, Pro-Vitamin A, Coenzym, Q10, Selen und andere Flavonoide werden wiederbelebt quasi. Ja. So erhält einfach der Körper noch Reserven, die dann eben auch wieder als Antioxidantien wirken können. Was sowieso der absolute Hammer. Sowieso ist Glutation für die Leber essentiell. Ja. Wenn Glutation nicht mehr selbst hergestellt werden kann oder in zu geringen Mengen, dann ist es natürlich gut, wenn man etwas zuführt. Das sollte aus meiner Sicht auch gerade in Zeiten wie diesen passieren. Das nächste Mittel, die nächste Nahrungsergänzung, die Alpha-Liponsäure. Ja? Auch ein Lieblingsmittel von mir. Das ist ungeheuerlich effektiv. Es ist ein sehr, sehr effektiver Radikalfänger eben auch. Und diese freien Radikale, die ja so unglaublich schädlich sein können und grundsätzlich Ursache für sehr, sehr viele Krankheiten sind, die müssen einfach auch im Schach gehalten werden. Da muss immer ein Gleichgewicht herrschen. Ja. Was auch sehr wichtig ist, dass die Alpha-Liponsäure die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Ja, das macht ja nicht jedes Mittel. Ja. Zusammen eben mit OPC und Astaxanthin ist sie eines der wenigen Antioxidantien eben, welche, wie gesagt, die Blut-Hirn-Schranke überwindet und so einfach dafür sorgt, dass mit den freien Radikalen im Gehirn eben auch aufgeräumt wird. Gehirntumor zum Beispiel kann auch das Ergebnis von viel zu vielen freien Radikalen sein. Also ist es gut, wenn auch hier mit den freien Radikalen aufgeräumt wird. Darüber hinaus ist die Alpha-Liponsäure auch in der Lage, wie eben auch Glutation, Vitamin C, E, das Coenzym C, die L-Glutation eben auch im Körper zu regenerieren, zu recyceln. Es wird aus diesem Grund auch immer wieder als das Antioxidant der Antioxidantien eben auch bezeichnet, als der König quasi. Ja, die Alpha-Liponsäure ist auch eine außerordentliche wirksame Entgiftungssubstanz. Ist ja auch unglaublich wichtig. Gifte zu entgiften, es schützt besonders eben auch die Leber, weil das ist ja unser Entgiftungsorgan Nummer 1. Es entgiftet den Alkohol und sogar Toxine des Knollenblätterpilzes. Das ist nachgewiesen. Außerdem neutralisiert die Alpha-Liponsäure auch eine Reihe anderer Medikamente. Ja, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, um gegen Viren, Bakterien und andere stressauslösende Faktoren anzugehen, ist auf einen ausgewogenen Säure-Basenhaushalt einfach zu sorgen. Das ist auch unglaublich wichtig. Diesbezüglich trinke ich nach wie vor ein Glas Wasser mit einem Kaffeelöffel Natron und etwas Himalaya-Salz, weil wenn der Basenhaushalt nicht stimmt, wenn wir zu viele Säuren einfach im Körper haben, dann brauchen wir einfach zu viele Mineralstoffe, zu viele Vitamine, zu viele Mittel, damit die eben dafür sorgen, dass hier
eben die Säuren und das Ganze damit aus dem Körper kommt und hier dagegen angegangen werden kann. Ja, zum Abschluss schauen wir uns dann doch noch die, oder schauen wir uns noch die Echinacea an, auch wenn ich da immer sehr, sehr vorsichtig bin, vor allem wenn etwas ganz schnell gehypt wird, so plötzlich ist dann auf einmal die Echinacea sozusagen bei Corona ganz, ganz wertvoll. Da bin ich ein bisschen vorsichtiger mit solchen Dingen. Trotzdem schauen wir uns einfach an, was Echinacea eben auch so kann. Und die Echinacea bietet eben auch vor allem bei Erkältungskrankheiten und Grippe einfach gute antiviral wirkende Eigenschaften. Ja? Es ist einfach gut, dass da immer wieder was da ist, weil es gibt eben auch noch andere Stressfaktoren im Körper. Es gibt andere Viren, es gibt andere Bakterien, mit denen unser Körper einfach auch zu kämpfen hat. Ja? Und natürlich ist es auch da wichtig, wenn wir da Unterstützung haben. Ja? Für die eben ist Echinacea für die immunstimulierenden Effekte einfach auch sehr, sehr gut. Und da werden vor allem die Alkylamide und die Polysaccharide einfach verantwortlich gemacht, dass hier Echinacea eben einen immunstimulierenden Effekt hat. Das heißt, es stimuliert unser Immunsystem. Ja, und diese aktivierten Killerzellen oder diese zytotoxischen T-Zellen des Immunsystems, die eben dann die Viren attackieren und eliminieren, ist einfach wichtig. Die Inhaltsstoffe verhindern, dass das Virus in die Zellen eindringt. Auch bei wiederholter Anwendung bei Influenzaviren entwickelt es sich keine Resistenzen. Ja, meine Lieben, OPC, Glutathion, Alpha-Liponsäure, Natron, Echinacea vereinzelt und Astaxanthin sind die Nahrungsergänzungen, die ich in solchen Zeiten zu mir nehme und eben auch Natron, um den Basensäurehaushalt eben im Gleichgewicht zu halten. In dem Sinne, meine Lieben, das war's dann auch wieder mal von mir. Noch einmal Telegram besuchen, GeoSixt abonnieren, würde mich total freuen. In dem Sinne, lasst mir einen oder mehrere Daumen hoch da, schaut auf euch, bleibt oder werdet gesund. Wir werden das alles gemeinsam wunderbar überstehen in neue Zeiten. Euer Geo. Wir sehen uns. Baba, ciao und tschüss.